9. Juli, da geht es nicht nach Winterberg, nein, da geht es nach Sylt. Denn da ist das, ja, wir alle. 8. Juli, 5.07 Uhr, Gleis 9. Oder 9. Juli. Ja, das ist sozusagen der zweitwichtigste Termin direkt nach der WOC-WM. Sie wissen es, Christian Lindner heiratet am 9. Juli auf Sylt seine Franka, Christianka. Und wir fahren mit dem 9-Euro-Ticket dahin. Gucken Sie mal, wie süß. Und ich glaube, das ist nur die halbe Liebe, die wir drei an dem Tag da erleben werden. Ja? Lieber Christian, auch an dieser Stelle nochmal, ich kann verstehen, dass du uns nicht ganz so gerne dabei haben willst. Aber keine Angst, unsere Lust und Vorfreude reicht für uns beide. Und ich habe mir gedacht, dass man vielleicht so ein paar schöne Motto-T-Shirts machen könnte, die wir dann auf Sylt alle tragen, damit wir uns erkennen, damit man sieht, warum wir da sind, dass wir zur Hochzeitsgesellschaft dazugehören. Und da haben wir verschiedene Motive mal vorbereitet, ja, die können Sie dann, die verschenken wir dann. Und wir haben so verschiedene Bereiche erstmal. Also hier für die absoluten Romantiker, wir wollen abschließen, haben wir dieses T-Shirt. Was halten Sie denn hier von Chrissy und Franka in Love? Wie ist das? Chrissy und Franka in Love? Ja? Ja, komm. Hier, für die, die mitkommen. Hier schon mal nach hinten durchreichen. Ne? Nach hinten durchreichen. So, sonst haben wir hier noch für die Skeptiker, die denken, ob das hält. Da haben wir hier dieses FDP-Wahlkampf-T-Shirt. Heiraten first, bedenken safe. Ist auch ganz geil, ne? Mehr Applaus. Mehr Applaus. Ich kann die Fliegenkacke, ich glaube, das liegt an der FDP. Grüne T-Shirts werden bis nach hinten geflogen. Wir haben noch was für Pragmatiker. Das ist schön. Geil, endlich Steuerklasse 3. Auch mit dem Geld, gut, gut. So, also, hau mal hin rein. Und natürlich, du kannst ja noch schlechter werfen. Ich für einen Moment habe ich das Gefühl, ich muss es fangen. Und dann haben wir natürlich noch für die Mallorca-Fraktion dieses T-Shirt. Just Married. Heute Ficky wie Kubicki. Ich glaube, das hat gewonnen. Ich glaube, das hat gekommen. Wir probieren noch. Mach mal darüber. Mach mal und weit. Und weit. Sie können... online, gut geworfen, gut geworfen. Sie können online abstimmen oder uns auch Postkarten schreiben. Und egal, Sie können auch alle irgendwann dann online bestellen. Ziehen Sie alle vier einfach übereinander an, dann ist das wie so ein Wegreißkalender über den Tag verteilt. Wenn wir die ganze Zeit Sangria-Flecken, da haben Sie die auch blöd aus. So. Durch Corona und 9-Euro-Ticket ist ja Urlaub in Deutschland wieder total angesagt. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir suchen mal die besten Tipps für den Sommer 2022 für Sie raus. Vorausgesetzt natürlich, Sie kommen wieder vom Flughafen weg. Der Sommerurlaub. Die schönste Zeit im Jahr startet dieses Jahr bereits mit dem Chaos am Flughafen. Kein Mensch weiß, wo er hin muss. Ich muss darum, ich muss darum, ich gehe darum. Ihr müsst dort vorne stehen. Aber mal ehrlich, wer braucht noch einen Urlaub am blöden Mittelmeer? Bleiben Sie doch einfach in unserem schönen Land. Hier sind die TV-Total-Urlaubstipps für Deutschland. In unserem Land kann man zum Beispiel prima Aktivurlaube verbringen, wie Wandern oder einen Besuch im Zoo. Im heimischen Park kann man es etwas gemütlicher angehen lassen. Hier herrscht ein buntes Treiben. Für Musiker gibt's interessierte Zuhörer. Allerdings nur, solange die Qualität stimmt. Vielleicht haben Sie ja auch ein Gewässer in der Nähe. Dann raten wir zum Strandurlaub. Ein romantischer Ort. Und auf einmal ist der Süden fast ganz nah. Mama, woher ist der Sand hier? Vom Rhein ist der. Nein, der kann doch auch aus Spanien sein. Nein, Spanien liegt bei Mallorca. Besonders günstig lässt sich unser Land im Moment natürlich mit dem 9-Euro-Ticket erkunden. Eine prima Sache. Nur die Anreise zum Bahnhof ist nicht ganz leicht. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Mit der Bahn kommt man prima in die vielen romantischen Städtchen, die zum gemütlichen Schlendern einladen. Hier gibt's viel zu entdecken. Das kauft doch keiner nur zum Essen, oder? Doch, ich.
Ist das geil, der G-Punkt garantiert getroffen. Und viele entpuppen sich als Shoppingparadies. Ich gehe nach Real, dann gehe ich nach Lidl, und dann gehe ich nach Aldi und dann gehe ich nach Aldi. Und natürlich ist hierzulande im Sommer auch Festival-Hochsaison. In Wacken geht's zum Beispiel richtig ab. It is the rhythm of the night! Oh ja! Oh yeah! Die Zuschauer sind begeistert. Ich war schon sehr oft hier und ich finde das so gut, dass ich immer wieder komme. Und meine Frau findet das auch sehr gut. Also, in die Ferne reisen lohnt sich nicht. Und wenn Sie die Exotik anderer Länder vermissen, das kriegt man auch zu Hause hin. Na dann, viel Spaß! Noch Fragen?